Servus und guten Morgen. Ein weiterer Tag beginnt hier im Berchtesgadener Land. Ich bin heute relativ früh aufgestanden, habe mich fertig gemacht und jetzt geht's los. Hinten nach Ramsau. Ich möchte nämlich den allerersten Almerlebnisbus heute Morgen bekommen, damit ich bis zum Hörspiegel durchfahren kann. Und deswegen muss das Frühstück heute leider ausfallen. Das schaffe ich zeitlich nicht, aber vielleicht halte ich gleich nochmal bei der Bäckerei Niedermeier, wenn die offen haben. Und dann decke ich mich da mit einem kleinen Frühstück ein. Ja, Plan ist heute auf das Kammerlinghorn zu gehen. Und wenn ich bis zum Hörspiegel durchfahre, dann habe ich wenigstens mir den Weg durchs Klausbachtal gespart, aber dennoch gute 1300 Höhenmeter, die dann vor mir liegen. Ja, und da starte ich heute durch. Ich hoffe, das Wetter wird, glaube ich, heute noch ein bisschen besser. Es klart noch ein bisschen mehr auf, als wie es jetzt gerade ist. Und dann wird das hoffentlich eine ganz tolle Tour. Ich würde sagen, los geht's. Gestern ordentlich geregnet und gewittert. Die Nacht, zumindest bis ich eingeschlafen war, hat das nicht aufgehört. Das ist dem wahrscheinlich auch geschuldet, dass wir jetzt noch ein bisschen Frühnebel haben. Über dem Königssee morgens, da hängt gerne immer da der Nebel dicht. Man sieht, dass da hinten ist alles voller Nebel. Das verschwindet aber später, wenn die Sonne kommt. Ja, und hinten im Tal, da bei Ramsau, wo ich hin möchte, da sieht es schon relativ gut aus. Ich bin beim Niedermeier angekommen. Jetzt schaue ich mal, ob es noch was zum Frühstück gibt. Da geht es heute nicht hoch. Ich habe jetzt hier am Eingang des Klausbachtals geparkt und warte jetzt hier auf meinen Bus, der Almerlebnisbus, der mich bis zum Hörspiegel fährt. Und dann startet dort die Tour. Los geht's. 8 Euro bis zum Hörspiegel. Angekommen am Hörspiegel, war eine kurze, schnelle Fahrt. Da geht's hoch. Hier geht's hoch aufs Kammerlinghorn, 4,5 Stunden. Hier gibt es noch einen Alternativweg, 5 Stunden, den nehmen wir aber nicht. 4,5. Los geht's. Wir sind ja schon auf der österreichischen Seite mit dem Hörspiegel angekommen. Und jetzt bewegen wir uns jetzt erstmal, wie gesagt, auf Österreich, auf unserer Tour, bevor es dann später zurückgeht nach Berchtesgaden. Ist bestimmt auch ein nettes Tagesziel, einfach nur hier zum Hörspiegel mal hochzufahren mit dem Bus oder zu wandern. Und ja, vielleicht hier eine Rast zu machen oder auf der Bindalm, noch besser. Und dann den Weg zurück zum Hintersee zu gehen. Habe ich auch schon mal gemacht. Tolle Tour, macht Spaß. Werde ich in Zukunft bestimmt auch nochmal machen. Aber heute ist eine etwas größere Tour angesagt. Servus. Hier oben mit dem Nebel ist es doch ziemlich frisch, muss ich sagen. Ich habe jetzt ja nur ein Hemd an und eine kurze Hose. Solange die Sonne noch nicht durchbricht, ist es wie gesagt hier wirklich frisch. In meiner Heimat, da sind ganz andere Temperaturen. Zu Hause im Rheinland, das ist ordentlich heiß und das aber auch abends und morgens. Das ist schon eigentlich hier eine Wohltat,
dass man hier sich so auch in dieser Jahreszeit morgens das noch so gut runterkühlt. Ja, hier an der Stelle am Hörspiegel bei 1179 Metern sind wir. Das Kamerlinghorn ist 2400 ja, zerquetschte hoch, ich weiß jetzt gerade leider nicht genau. Heißt ja ungefähr 1300 Höhenmeter liegen heute vor mir. Ich finde, das ist passabel, ist okay. Das ist ungefähr so, als würde ich von Schönau zum Batzmannhaus starten. Und zeitmäßig ist das ja auch ähnlich hier angegeben. Von daher bin ich da mal sehr gespannt, wie die Tour sich entwickelt, wie ich sie empfinde. Watzmannhaus finde ich eigentlich immer ganz okay, das zu machen. Das ist zwar lang und steil, aber wie gesagt, so von der Anstrengung finde ich das echt okay. Das kann man ganz gut machen. Ich hoffe, die Sonne bricht bald durch. Dann wird die Sicht auch was besser. Hier steht es jetzt sogar drauf auf dem Schild. 2484 Meter ist es bis zum Kamerlinghorn, also die Höhe. Ja, also fast sogar 2,5. Jetzt geht es endlich hier ein bisschen mal den Berg hoch. Ich muss jetzt hier so ein bisschen an der Straße langlaufen und hier sind noch so ein paar Infos auch, wie man sich hier zu verhalten hat, besonders im Hinblick auf die Kühe. Beim Blick zurück, so ein bisschen in den Wolken, kann man so ein bisschen, das müssten die Mühlstürzhörner sein, erahnen. Die nebeligen Bereiche habe ich jetzt verlassen. Sieht auch wieder toll aus hier. Schön der blaue Himmel, so ein bisschen Dunst noch. Weiß nicht dahin, das wird noch nicht die Alm sein. Aber ein Hütchen hat es da trotzdem. Phänomenal. Auch mit diesem aufsteigenden Dunst. Ein Traum. Die Berggipfel, die sich jetzt langsam hier drüber erheben. Und ich gehe jetzt doch davon aus, dass das da vorne die Kamerlingalm sein wird. Schaue ich mir natürlich mal an. Bisher ist die Wanderung echt schön angenehm. Ja, und ich bin auch begeistert darüber, dass man hier jetzt mal wieder so ganz neue Perspektiven hat. Alles in Dunst getaucht. Hier ist die Alm. Ja, schade, ich bin da viel zu früh dran. Wäre natürlich auch eine schöne Wanderung bis zum Hörspichel mit dem Bus zu fahren, dann noch hier hinzulaufen. Ja, alternativ kann man auch zur Kalbrunn einlaufen. Das ist ein Hörspielchen, nochmal 2 Stunden ungefähr. Auch eine schöne Wanderung. Total schön hier. Hier gefällt es mir richtig gut. Schade, dass ich jetzt nicht verweilen kann. Für mich führt der Weg jetzt hier weiter. Schauen wir einmal zurück. Richtig idyllisch hier. Richtig schön. Hier komme ich bestimmt nochmal hin. Ja, Kamerlingalm 1286 sind wir jetzt und 3,5 Stunden geht es für mich jetzt nochmal weiter. Ich denke hier hoch.
den unter Strom stehenden Zaun, den muss man sich hier selber öffnen, damit man das Gebiet hier über diesen Weg hier, der hier so mit so Pfählen markiert ist, weiter verlassen kann. Also hier muss man schon genau gucken, wo geht es denn hier lang. Ich habe mir aber so ein fürs GPS-Gerät einen Track runtergeladen, der zeigt mir den genauen Weg dann an. Dann bin ich mir etwas sicherer, dass ich auch korrekt gehe. Also leicht ist das nicht zu sehen, der Weg. Ihr seht das gleich hier im Gras, da gibt es immer wieder so Pfähle, Markierungen, an die muss man sich hier halten. Der Weg führt jetzt eigentlich ziemlich angenehm, so phasenweise durch den Wald durch. Es ist, wenn man die ganze Zeit in der Sonne geht, ja auch mal ganz angenehm. Schauen wir noch einmal hier runter. Fantastisch, das sind Bergblicke, unbezahlbar. Ich hoffe, es kommt am Video immer so ein bisschen so rüber, so wie schön ich das hier erlebe. Hier könnte ich jetzt ewig verweilen und hier einfach in die Landschaft schauen, traumhaft. Ja, jetzt verlasse ich hier den Bereich der eingezäunten Wiese, Alm, wenn ich das richtig sehe. Und dann führt mein Weg hier weiter, ich denke weiter steil hoch durch den Wald. Es ging hier relativ steil ansteigend hoch, aber eigentlich ganz angenehm durch den Wald hier. Mal gespannt, bin gleich auf 1600 Metern Höhe. Ja, ein bisschen Wald könnte noch kommen, aber irgendwann kommen wir dann auch in die baumfreie Zone. Bis dahin werde ich jetzt erstmal noch weiter hier hochgehen. So ein bisschen, muss ich sagen, von der Art des Weges, mit der Wiese, dem Wald und jetzt den Felsen, die da in Erscheinung treten, erinnert mich der Weg ein bisschen wie der, wo ich auf das Hohe Brett gegangen bin. Da war, fand ich, der Aufstieg von dem Charakter ähnlich. Was ist denn das da hinten für ein schneebedecktes Gebirge? Ist das der Dachstein wieder? Ja, es ist wirklich herrlich, hier den Blick zu schauen. Den Berg, den ich euch eben gezeigt habe mit dem ganzen Schnee dort oben. Ich bin da ein bisschen verwundert, was für ein Berg das sein könnte. Es sieht mir eigentlich nicht so richtig wie der Dachstein aus. Ich habe gelesen, dass man vom Kammerlinghorn aus oben drei der höchsten Berge sehen kann. Und zwar den höchsten Berg von Berchtesgaden, den Watzmann natürlich. Da kann man drauf schauen. Alles natürlich bei gutem Wetter. Man kann bis zur Zugspitze schauen. Und man kann auch den höchsten Berg Österreichs, den Großglockner, sehen. Und weil da hinten so viel Schnee liegt, bin ich ein bisschen verwundert oder frag mich, ob das vielleicht der Großglockner sein könnte.
Scheint mir aber eigentlich ein bisschen zu nah dafür. Wenn ihr das wisst, was das für ein Berg ist, dann schreibt mir das doch mal sehr gern in die Kommentare rein. Ich zeig's euch nochmal aus der Perspektive hier. Schauen wir uns an. Erst zum Kahlkopf und dann zum Kammerlinghorn. Dort unten liegt auch die Bindalm. An dem Schild, wo ich eben war, da ist nachher auch mein Rückweg. Und dann geht es dort runter zur Bindalm ins Klausbachtal. Und hier schauen wir auf die Mühlsturzhörner. Ist das nicht gigantisch? Ein wahrer Traum. Ja, ich war noch nie hier. Es ist das erste Mal, dass ich am Kammerlinghorn bin und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der Berggipfel, den ich jetzt hier vor mir sehe, das ist das Kammerlinghorn. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Ich werde es ja erleben und ja, schauen wir mal. Aber es könnte passen auch. Ich habe zwar so eine App, die kann anzeigen, welche Berge, wie die heißen, aber das Problem ist einfach, dass Internetempfang hier zu schlecht ist dafür, dass das gut funktioniert und ja, ich mir da so nicht sicher bin. Könnte natürlich auch da links hinten der sein, obwohl das scheint mir für 2 Stunden zu weit weg. Das hier sieht für 2 Stunden vielleicht eher danach aus. Schauen wir mal. Dabei weiß ich aber jetzt nicht, wo der Kahlkopf-Gipfel sein soll. Ob das hier der grüne Hügel sein soll. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, das allererste Mal, dass ich hier bin. Und ja, lass mich jetzt hier voll überraschen, wo es denn jetzt hingeht. Das Panorama hier ist auf jeden Fall wirklich phänomenal toll. Der Blick hier auf die Mühlsturzhörner, das ist gigantisch. Ich hoffe, ihr seht das genauso, wie ich das hier sehen kann. Phänomenal ist es einfach. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das hier Lofacher Steinberge sind, die ich da sehe. Kann ich leider auch nicht so genau benennen hier, vor allen Dingen aus der Position jetzt hier. Das ist komplett neu für mich. Ja, aber einmalig schön, wirklich. Traumhaft. Ja, und ich werde mich jetzt mal weiter hier hoch dem Gipfel nähern. Zwei andere haben mich jetzt gerade, sind hier an mir vorbei, haben mich überholt. Das heißt, ich bin nicht ganz allein hier auf der Tour unterwegs. Die Baumgrenze, die ist nun absolut erreicht. Hier sind jetzt lediglich noch so ein paar Latschenkiefern, das könnt ihr sehen. Deswegen habe ich mich jetzt auch erstmal mit Sonnenschutz versorgt, damit ich hier nicht total verbrenne, wenn ich nachher oben am Gipfel bin. Ja, wie kommt es eigentlich dazu, dass ich aufs Kammerlinghorn gehe? Ich denke, bestimmt einige von euch, vielleicht sogar viele, ist dieser Berg gar nicht so unbedingt ein Begriff, weil er ist ja nicht sehr präsent in, sag ich mal, Berchtesgaden. Man sieht ihn ja nicht von den ganzen bekannten Orten in Berchtesgaden. Zumindest wüsste ich das jetzt nicht. Wobei ich mir nicht ganz sicher war, ob man ihn nicht vielleicht von der vom Störhaus sehen konnte. Ich konnte hier so rüberschauen, konnte es leider aber nicht bestimmen, ob das so ist oder nicht. Naja, auf jeden Fall. Aufmerksam drauf gemacht hatte mich der Thomas, ich glaube für über einem Jahr, und der hatte mir berichtet, dass er mal hier oben war und dass das ein toller Berg ist. Ja, und dann hatte ich mir das mal angeschaut und ich fand das auch sehr reizvoll, besonders weil er nicht so überlaufen ist und dass er auch so eine stattliche Höhe doch erreicht von fast 2500 Metern und man die dadurch, dass man mit dem einem Erlebnisbus so weit hochfährt, bis auf 1,1 ungefähr,
dass man da dann nicht mehr ganz so viel zum Aufsteigen hat, als wenn man jetzt zum Beispiel ja, von einem tieferen Talort hoch müsste. Ja, und so kam es, dass ich mich damit beschäftigt hatte. Und diesen Urlaub war das auf jeden Fall eins meiner Top-Ziele, was ich unbedingt machen wollte. Das Kammerlinghorn ist dann ganz oben auf meiner Liste. Ich wollte mir da nur einen guten Tag für aussuchen. Ja, heute ist es soweit. Ich bin echt froh, dass ich hier aufgebrochen bin zu der Tour. Ja, die andere ganz wichtige Tour, die ich unbedingt machen wollte, die ja immer so ein bisschen noch in der Schwebe stand, das war der Kaunersteig. Der war ja lang gesperrt und den habe ich auch gemacht. Meine Liste ist natürlich nur lang. Ich werde viele von den Sachen nicht machen können, weil es zeitlich einfach nicht passt. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben und dann folgen die Touren bei einem anderen Mal. Ja, was ich auch noch unbedingt machen wollte, das war der Zinken. Ich denke, das ist für viele von euch vielleicht ja nicht ganz so spannend. Geht da mit einer Bahn hoch, so ein bisschen sehr touristisch. Und ja, aber mir hat das trotzdem gut gefallen und ich wollte da unbedingt mal hoch. Und das habe ich mir diesen Urlaub auch schon erfüllt. So, den das Kammerlinghorn, das muss ich mir natürlich noch erfüllen. Das heißt, ich muss ja hier noch raufgehen, habe noch ein paar Höhenmeter vor mir. Ich bin echt gespannt auf die Aussicht. Ich bin mal gespannt, wie man den Watzmann von hier sieht, wie die Perspektive dort sein wird. Kann das so gar nicht einordnen gerade. Ja, und noch schöner wäre auch, wenn ich dann vielleicht die Zugspitze sehen könnte, wenn ich die ja, vielleicht richtig verorten könnte, einschätzen. Und der Großglockner, das finde ich auch toll. Finde ich richtig spannend, die alle sehen zu können. Ich hoffe, das klappt. Das Wetter sieht ja ganz passabel aus. Ein paar Wölkchen sind hier schon. Aber hier scheint das gerade wolkenfrei zu sein. Ich hoffe, das bleibt zumindest so, bis ich am Gipfel bin. Ja, und dann geht es später wieder runter in Richtung Bindalm. Ich muss mich da jetzt korrigieren. Das hier müsste jetzt der Kahlkopf sein, nicht das Kammerlinghorn. Das heißt, das Kammerlinghorn wird dahinter liegen. Erstmal jetzt hier rauf, das wird die nächste Stufe sein. Und danach werden wir wahrscheinlich erst das Kammerlinghorn sehen können. Gigantisch der Ausblick. Da hinten ist auch ein See. Kann ich leider auch absolut nicht verorten, was für ein See das sein soll. Wenn ihr das wisst, schreibt es gerne mal ebenfalls in die Kommentare. Also die Aussicht hier, die ist gigantisch. Man hat hier so ein riesiges Panorama vor einem. Ich habe jetzt etwas über 2000 Höhenmeter erreicht. Das heißt, noch knapp 500 Höhenmeter sind es bis zum Kammerlinghorn und noch knapp 200 bis hier zum Kahlkopf. Kahlkopf hieß das, glaube ich, oder? Das müsste dann hier oben sein. Dann müsste sich ja gleich auch das Kammerlinghorn dann tatsächlich zeigen. Hier den Weg unten, den kann man gut sehen, wo ich jetzt hergekommen bin. Da verläuft er und hier durch das Stein. Durch den Felsen geht es jetzt immer weiter rauf, relativ leicht. Aber hier so Pfade, das kann man ganz gut machen. Hier blicken wir jetzt auf das Kammerlinghorn. Hier ist es nun endgültig gut zu sehen. Es dürfte nicht der Berg gewesen sein, den ich von unten gesehen habe. Hier geht es jetzt noch gerade zum Kahlkogel. So heißt er, nicht Kahlkopf. Ich würde sagen, da gehe ich mal ganz kurz hoch, trinke noch mal was. Und dann geht's auf den Gipfelansturm. Ja,
erster Gipfel erreicht. Karlkogel. Bevor es jetzt auf den finalen Gipfelaufschwung geht, schauen wir doch noch einmal ringsrum das Panorama. Stündchen braucht es ungefähr noch bis zum Gipfel jetzt hoch. Auch gigantisch der Felsabsturz hier. Man sieht ja auch das ganze Geröll. Und auch von dem Karlkogel geht es hier auch direkt steil abfallend runter in diese Schuttrinne, würde ich fast sagen. Die Mühlstürzhörner, die Höhe haben jetzt schon fast erreicht, teilweise auch schon überschritten. Wir sind jetzt bei knapp 2200 Metern. Einfach gigantisch, das Panorama auch super. Die Wolken, die garnieren das noch so ein bisschen, finde ich. Das macht es auch nochmal ganz nett. Genial. Und da hinten steht immer noch die Gams. Ich habe die eben schon mal rangezoomt. Ich versuche es euch nochmal zu zeigen. Ich denke, es ist eine Gams. Vielleicht auch ein Steinbock, aber das lässt sich auf diese Entfernung nicht so genau feststellen. Da ich aber nicht wirklich ein Geweih erkenne, also große Hörner, vermute ich schwer, dass es eine Gams ist. Ich finde, der Gipfel sieht gar nicht mehr so weit weg aus. Es sind doch jetzt einige hier unterwegs, die ich getroffen habe. Ich denke mal noch ungefähr gute 200 Höhenmeter, dann bin ich am Gipfel, Leute. Habe ich es geschafft. Da unten am Kahlkopf, da war ich eben. Ich könnte das mir stundenlang angucken. So gigantisch schön ist das. Kaum zu glauben, aber auf der Höhe hier bei ungefähr 2300 Metern liegen tatsächlich noch Schneereste. Zwar nicht viel, aber ein wenig. Gleich bin ich da. Kurz vor dem finalen Gipfelanstieg möchte ich euch doch nochmal hier diesen einzigartigen Blick zeigen. Ich gehe mal ganz schwer davon aus, ohne sicher zu wissen, dass das dort unten der Bereich der Kalbrunalm ist. Ich meine, ich hätte das auf Bildern schon öfter mal gesehen. Das würde auch ungefähr hinkommen, dass man vom Hirschbichel aus bis dahin in 2 Stunden geht. Ich finde, das sieht passend aus. Ja, und wo ich jetzt hier bin, da gibt sich jetzt hier weitere Blicke frei, vor allen Dingen ordentliche Tiefblicke. Es geht hier wirklich sofort runter und die Bergwelt hier phänomenal, fantastisch. Ich weiß gar nicht, was man alles für Superlativen dafür finden kann. Es sieht einfach nur traumhaft aus, wirklich phänomenal. Und hier vorne ist jetzt gleich schon der Gipfel. Weniger als 100 Höhenmeter, glaube ich, und dann bin ich dort. Und was sehe ich da? Was lugt hervor? Schaut mal, das wird das Kreuz sein. Ich habe es so gut wie geschafft. Da hinten liegt die Hexe. Der Hochstaufen. Wunderbar. Traumhaft. Was ein gigantisches Gipfelpanorama. Traumhaft. Hier werde ich jetzt ein wenig verweilen.
einfach gigantisch. Wunderbar hier angekommen zu sein am Kammerlinghorn. 2484 Meter. Ja, definitiv der höchste Berg für diesen Urlaub. Und ich glaube auch das hohe Brett, wo ich letztes Jahr war, das war auch nicht so hoch. Das heißt seit langem schon mal wieder das höchste. Ich glaube zuletzt war ich dann am Watzmann, was höher war. Ganz hinten ist wieder mal der Hochkönig, der fällt mir immer ins Auge, weil die Hütte da oben, das Matrashaus, immer so schön blitzt und blinkt, wenn die Sonne drauf fällt. Ja, im Video könnt ihr das, glaube ich, nicht so gut sehen. Das hörte sich nach einer kleinen Sprengung an. Ja, fantastisch, wirklich. Also der Ausblick hier ist ein absoluter Traum. Ich kann hier auf die Kalbrunalm runtergucken. Genial. Also hier fällt es echt wieder schwer, sich hier von dem Ganzen zu lösen. Bin mir jetzt allerdings so ein bisschen unsicher eigentlich, wo ist denn hier Watzmann und der Hochkalter? Ich glaube hier, die Gipfel hinter diesem vorderen Berg hier, das ist der Hochkalter. Dieser, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und dementsprechend würde ich vermuten, dass dort hinten der Watzmann ist. Aber das kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Falls ihr das genauer wisst, dann schreibt mir das ruhig, falls ich mich da vertue. Da hinten die beiden Hörner, die so charakteristisch sind, das müssten die Teufelshörner sein. Das heißt, da hinten liegt dann der Königssee, der Obersee. Dementsprechend würde das auch sehr gut passen, dass hier da hinten, dass das der Watzmann ist. Die guten alten Dohlen warten auf Essen. Drei Freunde hier fordern von mir mehr Essen. Ich habe leider aber nichts mehr, was ich ihnen geben kann. Ich hoffe, die lassen mich jetzt gleich wieder runter. So schwer es mir fällt, das Kammerlinghorn jetzt zu verlassen, ich muss jetzt nach meiner Rast hier leider wieder los. Ansonsten habe ich gar keine Chance mehr, eventuell den Bus noch zu kriegen. Ich glaube zwar eh, dass ich es kaum schaffen werde, aber ich möchte mir die Option zumindest offen halten, dass ich es versucht habe. Ansonsten muss ich auf jeden Fall noch durch das Klausbachtal zu Fuß zurückgehen. Da kommt noch ein bisschen Zeit dazu, ein paar Kilometer. Wäre jetzt nicht das Allerschlimmste, ist ja eine entspannte Wanderung, aber ja, fände es aber jetzt auch nicht schlimm, nochmal den Bus von der Bindalm zu nehmen. Und damit noch einmal das Panorama geschwenkt, geht's jetzt wieder runter. Es ist wirklich wunderschön hier.
Ja, dann nähere ich mich schon wieder dem Karlkogel. Das ging jetzt relativ zügig hier runter. Man zum Abstieg doch einiges schneller, als wenn man sich hier den Berg rauf schleppt. So, jetzt schauen wir nochmal. Der Berg hinten, na, der ist jetzt fast ganz in Wolken mit Schnee, den ich euch vorhin gezeigt habe. Das ist in der Tat der Großglockner. Das hat mir eben jemand oben bestätigt. Der hatte eine App, die funktionierte und die zeigt die Berge an. Und die hat gesagt, dass es der Großglockner ist. Und auch die anderen Berge, die ich eben vermutet hatte, wie den Watzmann, Hochkalter, waren soweit korrekt. Ja, jetzt steige ich hier nochmal die Meter runter zum Karlkogel, dann werde ich da aber keine Pause machen, sondern direkt weiter. Ich glaube, Champignons sind das nicht. Würde ich jetzt zumindest mit keinem Pilz da Gummi zubereiten. Die wachsen aber überall. Ich bin jetzt an dem Abzweig angekommen. Hier kam ich vorhin hoch, da hinten an dem Feld entlang. Für mich geht es jetzt hier runter zu Bindalm. 1,5 Stunden, wenn ich das hinkriege, 1,5 Stunden, könnte ich vielleicht den Bus noch so gerade bekommen. Eindeutiger Hinweis, wo es hingeht, runter nach Ramsau. Ja, das Wegstück, das ist jetzt wieder für mich neu. Das ist gerade das eine Stück vom Gipfel, das musste ich ja zurückgehen bis zu dem Wegweiser. Ich hatte mich oben mit einer Wandersfrau unterhalten. Und die ist diesen Weg hier hochgekommen und sie meinte, ja, der wäre ziemlich ausgesetzt gewesen und steil. Ich bin mal sehr gespannt. Sie meint, sie würde den nicht nochmal gehen, wollte dann jetzt den Weg quasi gehen, den ich hochgekommen bin. Ja, ich lasse mich mal überraschen. 1,5 Stunden bis zu Bindalm, hört sich ganz gut an. Was für eine Aussicht. Ich gehe geradewegs auf die Mühlstürzhörner zu. Fantastisch. So ist das Wandern noch ein größerer Genuss. Bisher finde ich den Weg eigentlich ganz gut. Kann ja ganz gut gehen. Ja, ausgesetzt finde ich nicht. Es geht klar. Da sollte man hier nicht runterfallen. Aber bisher recht angenehm. Hier ging es jetzt runter, doch relativ kraxelig. Muss man gut aufpassen, wo man hintritt. Da geht der Weg weiter. Ich glaube, der Weg, den ich jetzt hier runtergehe, das ist der Weg über die Eisbodenscharte. Ich meine, das hätte ich vorhin gelesen. Ich finde, bisher gefällt der Weg mir besser als der andere Aufstieg durch den relativ matschigen Wald. Recht imposant hier diese Felsen. Ja, und ist nicht ganz so leicht zu gehen, das kann man schon sagen. Also gerade in diesem Abstieg, der jetzt hier gerade eben war, der ist nicht ohne. Da muss man wirklich aufpassen. Ich bin froh, dass ich Stöcke dabei habe, die helfen da enorm. Ich denke aber, dass das bestimmt gleich wieder hier in einen relativ normalen Wanderpfad mündet. Diese Übersteighilfe und die Kuhglocken in der Entfernung verheißen uns zumindest, dass wir jetzt wieder in ein Almgebiet kommen. Weiß man nicht, es dürfte nicht die Bindalm sein. Aber ganz so weit sind wir wahrscheinlich dann auch nicht mehr weg. Die Mühlstürzhörner haben auch schon wieder ganz schön an Höhe gewonnen. Ja, faszinierend. Nicht sagen, was das für eine Alm hier ist. Hallo? Noch eine Alm, aber die offensichtlich seit geraumer Zeit verfallen. Was da wohl passiert sein mag, hat man die nicht mehr genutzt, hat man die andere neu gebaut? Ich weiß es nicht.
Die Frage wäre geklärt. Das ist die Mittereisalm, wo wir jetzt sind. Bindalm noch 35 Minuten oder ich gehe nochmal zurück aufs Kammerlinghorn. Nee, ich gehe zu Bindalm. 35 Minuten. Tja, ganz optimistisch, dass ich vielleicht eine 30 brauche. Vielleicht das sogar bis zum Bus schaffe. Ja, so langsam neigt sich die Tour jetzt zum Ende. Es ist nicht mehr allzu weit bis zu Bindalm. Da werde ich leider dann heute keine Rast machen können. Da tut mir das Herz auch schon ein bisschen weh, dass ich an dieser schönen Alm nicht halten kann. Die haben so tolles, selbstgemachtes Käsebrot dort. Frisches, kühles Bier. Aber wie gesagt, nach der langen Runde ist es mir doch lieber, jetzt auf den weiteren Weg durchs Klausbachtal zu verzichten. Wenn es geht, sonst wird es recht spät wieder. Und von daher würde ich gerne versuchen, den Bus zu kriegen. Sollte ich den Bus jetzt wieder erwartend doch gar nicht mehr kriegen können, wenn die Alm halt offen, dann würde ich dann natürlich nur einkehren und mir noch einen Weg Bier genehmigen, um den Weg zurückzuschaffen. Ja, insgesamt war das heute auf jeden Fall eine absolute Traumtour, eine Wahnsinnstour. Die Ausblicke, die man da hat, die Panoramen. Ich hoffe, das kommt ein bisschen auf dem Video so rüber, gerade oben am Kammerlinghorn, wie gigantisch die unmittelbaren Berge da ringsrum wirken, die steilen Abbrüche und phänomenal, wirklich ganz toll. Hat mir richtig Spaß gemacht. Mein Dank an den Thomas da nochmal, dass er mich auf diese Tour aufmerksam gemacht hat. Wäre ich wahrscheinlich sonst erstmal so schnell nicht drauf gekommen. Obwohl die Tour auch in meinem Reiseführer, hier in meinem Wanderführer steht, habe ich mich dann nachgeschaut, sie ist auch drin aufgeführt, aber irgendwie habe ich, da mir es nichts sagte früher, habe ich das scheinbar überblättert, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall war super, ich bin richtig froh, dass ich oben war, wieder einen Gipfel abgehakt. Und jetzt genieße ich hier noch das letzte bisschen Auslaufen bis zu allem. Der Blick hier auf die Mühlschürzhörner, der ist phänomenal gigantisch, wie die sich vom blauen Himmel abheben hier. Ganz toll. Man sagt ja so ein bisschen, dass das wie die Ramsauer Dolomiten sind. Herrlich, wunderschön. Viele von euch, die kennen sie ja, und da unten liegt sie. Da ist die Bindalm. Ich denke, es ist auch gar nicht mehr so viel los. Ja, den Weg nehme ich jetzt. Wow, schaut euch das an. Das ist so unglaublich. Wie schön das ist, dass die sehen so riesig aus, die Berge vor mir. Unfassbar, unfassbar. Ein Traum von Grün, Bergmassiv und blauem Himmel. Gigantisch. Und da kommen wir auch schon zum Gebiet der Bindalm. Ein paar Leute laufen da noch. Ich denke mal, der Bus. Ich weiß gar nicht genau, wann er kommt, ehrlich gesagt. Ich habe sowas in Erinnerung von 20 nach 4 oder 20 vor 5. Eins von beiden wird wohl stimmen, hoffe ich. Und ja, da ganz hinten, da müsste die Bushaltestelle Bindalm sein. Da laufe ich jetzt hin. Sollte ich schaffen. Es könnte auch sein, dass die Bindalm bald gar nicht mehr bewirtschaftet. Also, ich meine jetzt am Abend, weil die sich ja irgendwann auch um die Kühe kümmern müssen. Da haben die gar keine Zeit mehr für die Gäste. Weiß nicht, wie die das hier handhaben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so ab 4, 5 da vielleicht ja, die Kühe im Mittelpunkt stehen und nicht mehr die Gäste. Das ist die Alm. 15 Minuten noch bis zur Bushaltestelle. Na ja. Das ist die Alm. Da kommt der Bus. Alles perfekt geklappt und zurück an den Parkplatz. Ja, jetzt starte ich mal direkt zurück in die Unterkunft, werde mich frisch machen. Dann muss ich auf jeden Fall noch was Getränke besorgen.
Und ja, dann auch natürlich wieder Abendessen, ne? Zurück auf dem Zimmer von dieser traumhaften Tour. Ich habe mich jetzt frisch gemacht, habe gerade mal die Bilder angeschaut, das ein bisschen Revue passieren lassen. Es war einfach fantastisch dort oben auf dem Gipfel. Ja, und jetzt muss ich schnell noch ein bisschen Getränke einkaufen. Ich habe mich gar nichts mehr da, auch für morgen die Tour. Und dann muss ich auch noch zum Abendessen. Ich weiß noch gar nicht, wo es hingeht. Das muss ich mir jetzt noch überlegen. Da, wo ich eigentlich hin wollte, das hat heute zu, ist Dienstag. Werde ich dann mal morgen ansteuern. Es wäre ein neues Restaurant, wo ich noch nicht war. Ja, von daher überlege ich mir das jetzt gleich noch beim Einkaufen und dann schauen wir mal weiter. Schaut euch das Wetter an. Gigantisch. War optimal heute für meine Bergtour. Hier unten im Tal ist auch richtig warm. Oben am Gipfel, wenn da ein Wind ging, da war das schon was frisch. Aber ich würde sagen, das habe ich heute optimal genutzt, um das Kammerlinghorn heute zu besteigen. Ja, aber auch die anderen Berge hätten sich heute angeboten hier für eine Bergtour. Watzmann, das ist bestimmt heute traumhaft für die Überschreitung bei so klarer Sicht. Der Hochkalter auch. So viele Möglichkeiten, ne? Nur zu wenig Tage. Ich gehe mal zum Essen und ich versuche jetzt mal wieder hier bei meinem Wirtshaus hier nebenan was zu bekommen. Mal gucken, ob die noch einen Platz frei haben. Ich habe eigentlich keine Lust mehr zu fahren heute. Aber hier sieht es auch sehr, sehr voll aus. Mal schauen. Ein opulentes Mahl am Abend. Kohl-Jasel-Platte. Alpenglühen. Nach dem guten Essen bin ich noch ein paar Meter hier gegangen und will noch mal gerade den Blick in die Berge schweifen lassen. Oben am Kehlstein auf der Straße sehe ich wieder ein Licht. Habe ich vor ein paar Tagen schon gesehen. Frag mich, wer da jetzt noch unterwegs ist um die Zeit. Die Busse, die da eigentlich lang fahren dürfen, sind ja jetzt nicht mehr da. Ist vielleicht angestellt, aber um die Zeit, merkwürdig. Schauen wir einmal ringsrum. Festgestellt, dass es hier wesentlich früher dunkel wird als in meiner Heimat. Ich vermute, es liegt daran, dass die Sonne eher hinter dem Berg verschwindet. Das war der Tag. Ich war noch lecker essen im Kohl-Jasel. Hab noch ein bisschen die Aussicht genossen auf Göllbrett. Und da war so das Alpenglühen, wo die Sonne unterging. Richtig schön, sich das anzuschauen. Ja, war heute wieder ein ereignisreicher, schöner Tag. Es war eine richtig schöne Tour auf das Kammerlinghorn. Die Eindrücke, die Bilder, die werden ich bestimmt noch lange dran denken. War sehr schön. Im Restaurant vorhin, da habe ich auch noch zwei Zuschauer getroffen. Sehr nett. Haben uns ein bisschen unterhalten. Das hat mich auch sehr gefreut. Ja, ihr seid auch gegrüßt hiermit. Und ja, wenn ihr mich irgendwo seht, dann könnt ihr mich ruhig ansprechen. Gut, das war's für heute. Morgen ist eine neue Tour geplant. Morgen soll das Wetter auf jeden Fall nochmal gut sein. Danach die Tage sieht es so ein bisschen wackelig aus. Ich glaube, was haben wir heute? Dienstag. Ich glaube, der Donnerstag ist auch noch ganz okay. Aber Freitag und Samstag sehen nicht ganz so gut aus. Da muss ich mal schauen, was dann passiert. Was ich dann Schönes machen kann, vielleicht nur eine kleine Wanderung und ich gehe mir dann halt noch irgendwas weiteres anschauen, aber das entscheide ich dann spontan. Vielleicht wird es ja auch besser, als man denkt. Auf jeden Fall sage ich
danke, dass ihr zugeschaut habt bei diesem neuen Video und freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Bis dann.